Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Wovon es anscheinend nicht genug geben kann, sind Superheldenfilme. Und deswegen besprechen wir heute einen. Hallo Theresia. Hallo Stu. Wir beide konnten vorab Black Adam gucken, den neuesten Film des DC-Universums, mit Dwayne Johnson als eben jenen Black Adam. Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, Theresia, wir beide haben von der Figur nicht wirklich groß viel Ahnung. Nee, muss ich ehrlich gestehen, nicht wirklich. Also so ein paar Figuren natürlich aus dem DC-Universum sind mir bekannt, aber eben nicht alle. Und Black Adam, muss ich ehrlich gestehen, hatte ich vorher noch nie gehört. Wenn ihr jetzt aber sagt, Gott, wir wollen jetzt aber nicht dieser Theresia und diesem Stu, diesen kompletten Vollhonks dabei zuhören, wie sie über Black Adam philosophieren, keine Angst, wir werden gleich noch einen Einspieler haben, wo unser Chef Andy, und der ist Comic-Experte, uns und euch erklärt, wer dieser Black Adam eigentlich ist. Wir beide aber, wir werden jetzt einfach nur mal darüber reden, wie wir den Film fanden, der ab dem 20. Oktober läuft. Und wie schon angedeutet, er ist mit Dwayne Johnson. Und Theresia, wie stehst du eigentlich zu Dwayne Johnson? Ich mag ihn, ich mag seine Filme. Sagen wir mal so, also ich kenne ihn hauptsächlich natürlich als Fast and the Furious. Und da ist er auch schon muskulös und durchbricht Wände, auch ohne Superkräfte. Aber ja, ich schaue ihm gerne zu, auch wenn es jetzt natürlich keine tiefgründigen Filme sind. Also ich muss auch sagen, ich gucke mir den ganz gerne an. Nicht unbedingt, weil ich eine Vorliebe für Muskelberge habe. Und man muss ganz klar sagen, er sagt ja selbst oder hat selbst immer wieder in Promotion-Material zu Black Adam gesagt, er hat sich 10 Jahre auf die Rolle vorbereitet. Und wenn man ihn in diesem Film sieht, glaubt man das gerne. Es gibt wirklich eine Einstellung, da füllt sein Nacken den ganzen Screen aus. Also wirklich. Und wenn man es auf einer großen Leinwand sieht, ist es sehr beeindruckend. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich so ein bisschen meine Probleme mit Dwayne Johnson. Der hat so vor ein paar Jahren so diese Nische für sich gefunden, die für ihn gut funktioniert, ja. Ich würde mir mal wieder so einen Dwayne Johnson-Film wünschen, der halt vielleicht etwas ruppiger, etwas rauer, nicht ganz so hoch budgetiert ist. Sowas wie damals Walking Tall, Welcome to the Jungle oder Faster. Da würde ich den gerne mal wieder sehen, weil mittlerweile, ich merke es immer mehr, gehen mir diese typischen Dwayne Johnson-Vehicles ziemlich auf die Nerven. Also ich fand Hobbs & Shaw schon nicht so toll. Zu Black Adam kommen wir gleich. Red Notice, ne, war ja, halt auch. Ja, will ich jetzt nicht drüber reden, ja. Ja, genau. Deswegen wäre, also ich mag ihn, aber mein Wunsch wäre halt wirklich, dass er mal ein bisschen was anderes macht. Glaubst du, das würde? Nach Black Adam? Ich hoffe, um sich vielleicht nicht wirklich so direkt auf diese Rolle festzulegen, dass er jetzt hier halt nur noch so diese Superheldenrolle hat. Ich hoffe, dass er da auch wieder ein bisschen vielfältiger wird. Bin mir nicht sicher, wie er so drüber denkt. Ja, es wird, glaube ich, auch viel jetzt ausmachen, wie erfolgreich der Film sein wird. Und es ist ja mit einer der größten Superheldenfilme dieses Jahres. Ich glaube, jetzt kommt am 9. November kommt Black Panther 2. Das ist dann der nächste große, aber ist auch für Warner, die den Film herausbringen, auch, glaube ich, der Blockbuster des Jahres. Die haben ja wirklich große Hoffnung in das Ding. Ja, und wir konnten ihn jetzt sehen. Und ich mache es kurz, was die Handlung angeht. Wir erfahren halt einfach, es gibt da ein, ist das ein Land oder eine Stadt? Ist es egal? Die heißt, glaube ich, Kandin oder? Weißt du, Kandak. Kandak, ja, gut. Machen wir es kurz. Es geht um einen bösen König, es geht um Aufstand, es geht um einen Sklaven, der sich erhebt. Und dann sind wir in der Jetztzeit und dieses Land wird halt von, ja, Söldnern quasi beherrscht. Und dieser Held wird wiedererweckt und dieser Held ist Black Adam, der aber gar kein so richtiger Held ist. Und das war ja im Vorfeld das Interessante, dass Johnson ja auch sehr klar gemacht hat, dieser Black Adam ist ähnlich wohl wie die Comicvorlage mehr ein Anti-Held, mehr ein Schurke als ein wirklicher Held. Und damit spielt der Film auch. Frage, Theresia. Jetzt, nachdem du den Film gesehen hast, war das für dich wirklich so ein richtiger Anti-Held oder war das letztlich einfach nur wieder typischer Superhelden-Zeug, nur mit einer anderen Verpackung? Ich wusste ja auch, dass er so der Anti-Held ist, aber er ist halt am Anfang, also wo sie ihn dann wieder befreit haben, hat er erstmal durchaus, sag ich jetzt mal, die Bösen bekämpft. Aber ich weiß es nicht, er war jetzt nicht so, also man kann ihn jetzt wirklich nicht vergleichen mit Superman, der immer hier so das strahlend leuchtende Vorbild ist und immer moralisch hochkorrekt ist. Und das ist jetzt halt Black Adam eben nicht, der ist halt eher schon etwas egoistisch oder unüberlegt und schlägt halt eher mal zu, bevor er jetzt irgendwie mal jemanden fragt. Aber so richtig als Anti-Held habe ich ihn jetzt in dem Film aber auch nicht wahrgenommen. Ja, er ist ein bisschen
brutaler als andere Helden. Er tötet auch viele Leute, was auch ganz oft immer mit so Gags einhergeht. Wenn der Film aus ist, muss man ganz klar sagen, da ist er ein Held, muss man. Ja. Also da, ich glaube, da spoilert man auch niemanden und ich habe auch sowas erwartet. Ich glaube, die wenigsten, die jetzt diesen Film gehen, glauben jetzt wirklich, dass der Film damit endet, dass da Dwayne Johnson irgendwie der neue King Badass ist oder. Mag man sich irgendwie bei Dwayne Rock Johnson eine wirklich vorstellen, dass er irgendwie Bad Guy-mäßig drauf ist? Aber es wäre mal ganz interessant. Ja, es stimmt, ja. Also wäre mal in so einer Rolle interessant zu sehen. Was ja auch ganz interessant war, das kam jetzt kurz vorm Kinostart raus, da hat einer der Produzenten ja erklärt, dass sie den Film, glaube ich, bis zu 10-mal schneiden mussten, damit er ein PG-13, also ungefähr gleichbedeutend wie eine FSK-12-Freigabe bekommt. Und der Film kommt ja auch mit einer FSK-12-Freigabe, auch in die deutschen Kinos. Ich fand trotzdem, also gerade so in der ersten halben Stunde gab es ein paar Szenen, die waren schon etwas brutaler, also man sieht zum Beispiel mal so einen Arm wegfliegen oder halt dann schmelzen Leute oder werden wirklich zu Klump geschlagen. Alles immer noch so im Rahmen der FSK-12-Sektion, muss man da ganz klar sagen. Aber gerade im ersten Akt, finde ich, wirkte der auf mich schon etwas härter als andere Superheldenfilme. Hattest du den Eindruck auch? Ja, weil mir dann während dem Schauen gar nicht so aufgefallen ist, also gar nicht so dran gedacht habe, dass der ja nur schon eine FSK-12-Freigabe hat. Aber ja, also es gab da wirklich, also er war schon ziemlich brutal, also oder zumindest hat man sich ja dann vorstellen können, was passiert oder was er mit dem gemacht hat. Ich glaube, die eine Szene war auch, er hat irgendwie einen weggeschleudert oder so und hatte dann halt noch dem seinen Arm oder Fuß in der Hand. Ja, also nicht falsch verstehen, das ist kein Splatterfest, ne? Nee. Also, da spritzt jetzt kein Blut, aber wenn man es halt vergleicht mit anderen Superheldenfilmen, die in dieses Budget-Cluster reinkommen, ist der schon vor allem zu Beginn härter. Nach einer gewissen Zeit wurde das aber dann auch, finde ich, wieder ein bisschen zurückgefahren und dann hast du halt so die typische Comic-Gewalt. Also da wird halt sich halt durch die Gebäude geprügelt und durch Straßen und Riesenkrater entstehen, aber am Ende hat man dann nicht mal eine Schramme. Hat mich nicht gestört. Trotz allem, muss ich sagen, war ich zu Beginn doch positiv überrascht, weil da die Action schon eine gewisse Wuchtigkeit hatte, die sie dann für mich im weiteren Verlauf immer mehr eingebüßt hat. Bei mir war es auch so, also ich war also die ersten 20 Minuten, eine halbe Stunde, habe ich mir gedacht, boah, ja, gefällt mir. Aber eben so im Verlauf des Films wurde es halt eben auch wieder so ein Superhelden-Actionfilm, wie es es halt schon zuhauf gibt. Was aber nicht schlecht sein muss. Also ich habe mich jetzt trotzdem unterhalten gefühlt, aber es war halt dann irgendwie nichts Außergewöhnliches mehr. Du hast halt, wie gesagt, die klassischen Elemente, wie du gerade gesagt hast, Straßenzüge werden zerstört, Autos fallen auf Autos. Ja. Es gibt Löcher in Gebäuden. Sehr viele Löcher sogar. Ja. Man müsste ihm mal erklären, wie eine Tür funktioniert. Ist übrigens ein Running Gag, dass der werte Herr Black Adam Türen nicht so gerne benutzt. Und es gibt noch ganz, ganz viele andere Running Gags, denn eine der Figuren ist eine Wissenschaftlerin und die hat einen Sohn und die versucht diesem Black Adam halt dann zu erklären, wie er cool sein soll. Nämlich indem er irgendwelche Sprüche sagt, wenn er halt einen der Bad Guys ausschaltet. Das soll, glaube ich, so ein bisschen eine ähnliche Dynamik entfachen wie Edward Furlong und Schwarzenegger in Terminator 2. Hat's aber nicht, weil diese, ich sag mal, Beziehung ist dann auch einfach nur dafür da in dem Black Adam-Film, um halt Lacher zu generieren. Ja, und ich fand halt aber, er war sogar irgendwie der Terminator und der ist in der Maschine irgendwie cooler drauf als Dwayne The Rock Johnson. Ja, weil natürlich kommt dann so dieser Gag raus, dass Black Adam diesen Spruch entweder zu früh oder zu spät macht. Auch da gibt's wieder Rückbezüge zu einem anderen Schwarzenegger-Film, nämlich Last Action Hero. Aber auch da muss ich sagen, bleibe ich beim Original. Und kann hier schon mal ganz klar sagen, ich finde, dass Black Adam im Sachen Humor mich jetzt wirklich nicht so erreicht hat. Kurz erklärt, Black Adam ist nicht der Einzige mit Superkräften. Es kommt noch die JSA, die Justice Society of America, von denen ich zuvor noch nie was gehört habe. Jetzt aber weiß ich, es gibt sie. Und ich kenne nur die Justice League, aber es ist anscheinend eine Unterkategorie von denen. Aber ich will jetzt hier mich nicht blamieren, weil ich habe es auch noch nie gehört. Ich glaube, dafür sind wir beide zu spät. Ich glaube, die ganzen Comic-Experten haben 1000 Mal in die Augen gerollt. Von daher ist nicht so schlimm. Da stehen drüber. Diese Justice Society besteht aus Dr. Fate, gespielt von Pierce Brosnan, das ist so eine Art Doctor Strange. Dann Atom Smasher, das ist so eine Art Ant-Man. Dann einer jungen Dame, die sich halt so drehen kann wie ein Hurricane und dann farbig wird und Sachen umherschleudert. Ich habe den Namen vergessen. Bitte hier irgendeinen generischen Superheldennamen einfügen. Der wird schon Cyclone. Passen. Dankeschön. Und dann gibt es noch Aldous Hodge als Hawkman.
der sehr dämlich aussieht. Was ich aber irgendwie schön fand, dass der diesen sehr charmanten, lockig Comic-Look hat, dessen Figur aber letztlich nun dafür da ist, alles scheiße zu finden und so der harte Bastard zu sein, der halt immer wieder damit konfrontiert wird, dass Black Adam eigentlich noch der härtere Bastard ist. Ja, ich habe bei der Society so das Gefühl gehabt, so irgendwie er leitet es und er hat sich jetzt eben sein Team zusammengestellt, so in der Art, es stehen im Hintergrund irgendwie 15 oder mehr verschiedene Helden und er sucht sich jetzt die passenden quasi aus, die er für diesen Auftrag benötigt. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt an dem Film, wo ich sage, okay, da versuchen sie mal ein bisschen was. Da erlauben sie sich auch mal so eine Art Kommentar. War diese Justice Society kommt in dieses Land, will Black Adam stoppen, der ja auch so der Champion dieses Landes ist. Und sind dann relativ frustriert und auch irritiert, dass die Leute denen ganz klar sagen, Leute, wir wurden hier 20, 30 Jahre unterdrückt, ihr wart nie da für uns und jetzt kommt ihr plötzlich und wollt unseren Champion wegnehmen, ihr könnt nicht erwarten, dass wir euch jetzt zujubeln. Und das war ein sehr interessanter Punkt, aus dem sie aber nichts machen. Ich fand es auch sehr gut, also da fand ich das ist ja die Adriana Thomas, die den ja auch erweckt hat, die den halt dann also sagt, naja, er ist unser Held, also er war unser Vorbild, er hat uns damals schon gerettet und er wird uns auch jetzt wieder retten. Jetzt könntest du mit ihr daherkommen nach 20 Jahren, wo ihr euch nicht für uns interessiert habt und uns eben diesen Helden wegnehmen. Und ich fand es sehr, wirklich auch sehr stark, wie die denen Paroli geboten hat. Und ich habe mir auch gedacht, naja, warum seid ihr jetzt da? Also ihr seid jetzt nur hier, um zu sagen, boah, du darfst aber nicht so böse sein oder du darfst jetzt den Leuten nicht helfen. Wo ich mir gedacht habe, ja, was soll das? Also wie gesagt, das war wirklich ein Punkt, wo ich im Kino saß und dachte, oh, okay, das finde ich gerade interessant, das finde ich wirklich stark, aber die Szene geht 3 Minuten und dann war es das auch. Dann wird das auch nie wieder wirklich thematisiert, was schade ist. Was wir jetzt aber schnell hier thematisieren möchten, ist mal kurz zu erklären, wer ist jetzt überhaupt dieser Black Adam? Wir haben jetzt schon einiges über den Film gesagt und haben vermutlich auch dabei einige falsche Sachen über die Comicvorlage gesagt. Aber, wie zu Beginn erwähnt, wir haben ja unseren gottgleichen Chef Andy, der uns etwas eingesprochen hat, denn unser lieber Chef hätte diesen Film gerne auch mit uns zusammen besprochen und vor allem gesehen, konnte aber nicht, denn er ist im wohlverdienten Urlaub in Portugal und hat uns aber trotzdem etwas eingesprochen. Das werden wir euch jetzt hier zeigen und er erklärt euch und vor allem uns, wer ist Black Adam eigentlich, also seine Comic-Wurzeln, was kann er, wo kommt er her, welchen Stellenwert hat er überhaupt fürs DC-Comic-Universum. Und bevor ich das jetzt abspielen lasse, eine kleine Warnung, unser liebenswerter Chef hat das Ganze wohl beim Squash-Training aufgenommen. Tut uns leid, aber typisch Chef, der will halt fit bleiben. Das will ich ihm nicht verwehren. Ich würde sagen, Andy, the stage is yours. Höret, höret. Der Chef spricht. Hallo allesamt, hier ist der Andy. Ich habe schon mal einen richtigen Comic gelesen, in dem Fall sogar einen von DC, und da tauchte eine Figur auf namens Black Adam. Die liebe Theresia und der Studi haben mich gebeten, im Zusammenhang mit ihrer Besprechung zum aktuell anlaufenden Black Adam-Film mal so ein paar Sachen zu erzählen, was man von Black Adam und der Figur eigentlich halten kann, was die so kann, wo die herkommt, und das möchte ich doch an der Stelle gern mal machen. Das ist eine Figur, die hatte im Dezember 45 ihren ersten Auftritt und ist eigentlich ursprünglich einmal der Supervillain, also der Gegner, der Nemesis von Shazam gewesen. Shazam kennen wir, auch der hatte im DCEU vor nicht allzu langer Zeit einen ersten Auftritt, der zweite steht an und es ist ein Bösewicht. Zumindest zeitweise. Irgendwann ist er auch so ein Anti-Held, so wie das beispielsweise auch Deadpool irgendwann geworden ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass jetzt aktuell vor allem erstmal seine, ja, negative Seite, seine Evil Side hier eine Rolle spielt. Und letztlich kann der genau dasselbe, was der Shazam auch kann. Der Shazam kennt ihr ja. Das war ja eine Figur, die sagt das Wort Shazam und dann kriegt die verschiedene Fähigkeiten, die alle magischer Natur sind. Da kriegt er von verschiedenen griechischen Göttern, war es in dem Fall, Eigenschaften, die ihn letztlich zu dem Superhelden machen, der er ist. Bei Black Adam sieht es nicht viel anders aus. Die Figur Theo Adam, die ursprünglich mal Ägypter war, inzwischen spricht man hier von Kandak, weil man sich wohl nicht mehr auf Originalländer verlassen möchte, sondern eben auf die DC-Properties, da hat man das Land Kandak geschaffen, ist letztlich Ägypten im DC Universe. Dort hat er gelebt und war Theo Adam und der kriegt dann auch von diesem Zauberer, von dem Shazam seine Kräfte bekommen hat, auch die Möglichkeit Shazam zu sagen und in dem Fall dann zu Black Adam zu werden. Nur halt eben ein paar tausend Jahre vorher, ich glaube circa 5000 Jahre vorher, und ja, dann wird er böse.
Das ist die Kurzfassung. Und er kann letztlich all das, was ja eben Shazam und vor allem auch andere Superhelden da auch können. Er ist krass stark, er ist unverwundbar, er ist super agil, er ist super intelligent übrigens auch. Er kann ganz viele Sprachen sprechen. Er kann natürlich fliegen, er kann verschiedene magische Dinge machen, also auch so Blitze schießen und so ein Zeug, ne? Und dann halt noch vieles weitere. Er kann aber im Gegensatz zum Beispiel zu Figuren wie Superman, mit dem man ihn letztlich vergleichen muss, jetzt keinen Frostatem machen oder irgendwelche Laseraugen abschießen. Er ist einfach nur anders krass. Ich könnte noch erwähnen, dass Black Adam auch Kandak zeitweise mal regiert hat. Er wollte das Land ursprünglich befreien und hat es dann aber wie so ein richtig, richtig, richtig guter Faschist irgendwann halt einfach übernommen und letztlich selbst geleitet. Er war der Diktator von einem Land, das er zeitweise, je nachdem welche Interpretation man liest, er wohl auch bis heute noch ist. Er hat es außerdem auch regelmäßig in irgendwelche Superhelden-Teams geschafft. Ich hatte erwähnt, er war auch mal sowas wie ein Anti-Held. Das heißt, er hat auch bei der Justice League mal mitgespielt, weil die mal sehr viel größer war als das, was wir aus dem DCEU kennen. Und auch, muss man sagen, er ist wirklich ein richtiges Powerhouse. Ja? Wenn ich hier vergleiche zu anderen Superhelden ziehe, dann gibt es ganz viele auch Beispiele von Kämpfen in den Comics, wo er es halt richtig hat krachen lassen und es gegen unzählige, richtig viele, richtig krasse andere Helden hat ja einfach krachen lassen. Hat auf den Putz gehauen und konnte da immer standhalten. Er ist auch aufgrund seiner magischen Herkunft eher tendenziell auch wirklich einer der ernstzunehmenderen Gegner von zum Beispiel Superman, der unter anderem gegen Kryptonit, aber eben auch gegen Magie anfällig ist. Und so ein bisschen ist es deswegen immer ein Problem gewesen für unseren Supi, der von Black Adam regelmäßig mal aufs Maul bekommen hat. Aber wenn es um die Frage geht, und das deutet hier ja The Rock auch an, es ist quasi eine neue Organisation oder eine neue Strukturierung der Hierarchie im DC-Universum, dann, und das wird spätestens dann klar, wenn wir uns mal genau angucken, welche Worte The Rock benutzt, dann ist er im Zweifel dann doch die Nummer 2 hinter Superman, der eigentlich nur zurückgehalten wird durch seine Moral. Sowas wie Moral kennt Black Adam im Zweifel nicht und der haut einfach drauf. Ein Kampf zwischen Shazam und Black Adam, weiß ich nicht, rein theoretisch müssten die gleich stark sein, bekommen ja letztlich ihre Kräfte alle durch Götter, aber weil wir bei Shazam ja einfach einen ungeübten Kämpfer haben, da steckt ein kleiner Junge drin, der halt einfach auch nicht die Skills hat, wie sie einen ca. 5000 Jahre alter Anti-Held hat oder eben Bösewicht, da würde ich im Zweifel meine Wette eher auf Black Adam abschließen. Ja, das ist eine Figur. Über den Origin könnte man jetzt viel erzählen, aber wir wollen es nicht zu komplex machen, denn letztlich muss man einfach mal festhalten, ihr wisst, wer Superman ist, dann wisst ihr auch, wer Shazam ist und letztlich ist Black Adam nochmal die böse Fassung davon. Und nun ja, ich könnte euch noch weitere Figuren aufzählen, die genau dasselbe nochmal sind, weil die Abwechslung in DC und Marvel und anderen Comics dann irgendwann irgendwie irgendwo erschöpft ist. Aber tun wir nicht. Machen wir es kurz. Spätestens was die Frisur angeht, ist Black Adam mit The Rock ganz gut besetzt, denn der hatte auch immer eher weniger Haare. Nun viel Spaß bei der Besprechung von Stu und Theresia. Tschüss! Ja, danke, Andi. Theresia, sind wir jetzt schlauer? Etwas, aber ich glaube, so wirklich durchgedrungen oder eingebrannt in mein Hirn ist es noch nicht. Ja gut, dann vielleicht, wenn du nett fragst, gibt er dir ja vielleicht eine Privataudienz. Ja, dann muss ich aber wieder was anderes in meinem Hirn dafür löschen. Ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann. Stimmt, ich kenne das. Wir sind ja beide ungefähr eine Generation. Mittlerweile sind wir in dem Alter, wo man da echt aufpassen muss. Ja, da gebe ich dir recht. Sorry, Andi, aber danke für deine Mühen trotzdem. Reden wir mal nochmal über den Film. Ging es dir eigentlich auch so, dass du das Gefühl hattest, dass dieser Film dir wirklich alles dreimal erklärt? Ja, beziehungsweise, das ist auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, was mich halt gestört hat. Ja, es gibt wirklich Sachen, die sie wiederholen, wie oft die erklären, dass Black Adam böse ist und dass es alles nicht so stimmt, was die Kandahana glauben. Aber ja, was mich auch gestört hat und was die halt immer sehr oft benutzt haben, waren halt diese Rückblenden. Und dann wieder die gleiche Rückblende und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal und halt jedes Mal einfach nur 5 Sekunden mehr, dass du halt wieder etwas schlauer bist und ihr immer gedacht, ja, könntest du es nicht einfach einmal erklären und das war's. Oder auch so Sachen, dass sie halt wirklich die Kräfte dieser Justice League erklären, auch gefühlt 2-3 Mal, nur um dann 3 Minuten später halt zu so zeigen, was sie können. Mhm. Der Film hat wirklich, finde ich, ein sehr starkes auch Pacing-Problem, weil er in der ersten halben Stunde irgendwie so viel reinstopft und auch sehr schnell zur Sache geht, das muss man ihm lassen. Aber dann irgendwann saß ich da und dachte mir zum Beispiel auch, sag mal, was ist jetzt eigentlich die Geschichte? Ich verstehe gerade die Geschichte nicht, weil die Geschichte für mich gar nicht existent ist. Ja, das hatte ich auch. Also am Anfang alle gedacht, boah, ja, das geht jetzt alles ziemlich flott und ziemlich rasant. Und dann gab es halt so Momente, wo ich mir halt auch gedacht habe, boah, wissen sie jetzt wirklich nicht mehr, was sie machen sollen? Und schreiben die halt da irgendwelche Stories hinzu, wie das mit Amon, dass der dann noch entführt wird. Und gab mehr so Szenen, wo ich mir gedacht habe, okay, ist das einfach nur Füllstoff?
bis ihr wieder wisst, wie ihr die Geschichte zusammenbringt. Was ich auch sehr schade fand, der Film hat im Grunde keinen richtigen Schurken. Also klar, es gibt da einen Antagonisten, aber der wird irgendwie, mal ist er da, mal ist er nicht da. Er wirkt auch nie so sonderlich bedrohlich. Er hat dann auch, sag ich mal, eine gewisse Metamorphose macht er durch. Aber dadurch, dass du halt davor schon fast 90 Minuten lang gesehen hast, was Black Adam kann und wie kraftvoll der eigentlich ist, hatte ich auch nie das Gefühl, das ist jetzt eine wirkliche Bedrohung. Man hat das Gefühl, dass es kommt, als würde dieser Antagonist oder wirklich dieser Feind dann so zu einer Nebenfigur, weil das wirklich lang dauert, bis der dann wieder aufgetaucht ist und bis du dann mal wirklich dann verstanden hast, wer er ist und was sein Ziel ist. Und dann war es aber gefühlt also genauso schnell wieder vorbei und war sehr komisch. Und was ich dem Film leider auch ankreiden muss, ich finde den ziemlich hässlich. Also der hat so diesen sehr cleanen, unpersönlichen, nicht in die Tiefe gehenden Digital-Look. Man sieht sehr häufig, dass die gerade nicht auf irgendwo oder vor einer echten Kulisse stehen, sondern halt vor einer wahrscheinlich grünen Wand. Der Film wirkt leider sehr künstlich. Also ich mag diesen künstlichen Look gar nicht. Ja, auch so, also einfach so, der ist in so einem, irgendwie so ein Orange-Rot-Ton gehalten, weil du den Kandak bist, was jetzt islamisches Land oder angehauchtes Land ist, und du hast halt immer irgendwie so ein Rot- und so ein Gelbstich drin und hast immer das Gefühl, jetzt geht gleich die Sonne unter. Was wir vielleicht noch erwähnen könnten, dass, zumindest finde ich, dass die Action-Szenen auch relativ schwankend sind von der Qualität. Sie benutzen Zeitlupe sehr oft und sehr gerne. Es gibt eine Zeitlupensequenz, die mich sehr stark an eine Sequenz aus dem, ich weiß gar nicht welchen X-Men-Film, aber da, wo dieser Quicksilver halt, glaube ich, Sweet Dreams hört und dann irgendwie die Leute da rettet. Es ist irgendwie ein X-Men-Film, wo sie da gerade irgendwie den einen befreit haben aus seinem Metallgefängnis oder aus seinem Plastikgefängnis. Genau. Sieht er. Könnt ihr mal wissen, sehen, die Theresia ist da einfach mehr Comic-Fan als ich. Genau. Und so eine Szene gibt es in Black Adam auch. Die ist auch ganz nett gemacht. Die ist unterlegt Rolling Stones, Painted Black. Ja, gut, kann man machen. Und da gibt es auch ein paar nette Sachen, die für einen Superheldenfilm sehr ungewöhnlich sind. Zum Beispiel, dass er einem Soldaten eine Granate in den Mund stopft. Auch hier sei gesagt, es ist dann trotzdem nicht an sich so brutal, wie man es hätte machen können, was absolut okay ist. Aber ich finde, nach dieser Action-Sequenz sind die restlichen Action-Sequenzen halt so, und so würde ich komplett den ganzen Film beschreiben, Business as usual. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Also diese Szene, wo du meinst, das war auch so mein Favorite. Und dann eben auch mit diesem Musikwechsel hast du nicht eben dieses typische Superhelden-Musik-Orchester-Getue hast, sondern eben Rolling Stones. Fand ich super, die Szene. Und wie ich schon gesagt habe, also ich fand auch eben den Anfang von dem Film wirklich gut, aber so im Laufe des Films hat er mich immer weniger begeistert, so leid es mir tut. Dann würde ich gerne noch auf eine Sache zu sprechen kommen, und da müssen wir jetzt mal ein bisschen nebulös bleiben, denn das wäre ein ziemlich harter Spoiler, nämlich um die Szene, die während des Abspanns kommt. Und es gibt nur eine Abspannszene, das heißt, wenn ihr die gesehen habt, könnt ihr das Kino gerne verlassen. Und The Rock, oder Dwayne Johnson, wie ihn seine Freunde nennen dürfen, hallo Dwayne, wir lieben dich, hat ja schon sehr offensiv angeteasert, wer da zu Besuch kommt. Wir wollen es jetzt aber trotzdem hier nicht verraten. Man kann sich aber vielleicht denken. Und die Szene kommt und ich dachte mir so, ja, ist halt so dieser typische Teaser für etwaige Fortsetzungen. Mhm. Ja? Und es ist auch schön, diese Figur, die ja durchaus wichtig ist in diesem Universum, auch mal endlich mal wiederzusehen. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich jetzt da aus dem Kino gegangen bin und halt hab mir gesagt so, boah, geil, ich freue mich auf Black Adam 2. Ja, es war halt so eine typische Mid-Credit-Scene, wo du halt dann eben diese Figur siehst. Und ich habe mich durchaus auch gefreut, die Figur wiederzusehen und den Schauspieler. Aber ich habe mir gedacht, ja, okay, was will mir jetzt diese Szene so viel sagen? Also klar, eventuell irgendwelche Crossover-Filme oder halt dann die Fortsetzung Black Adam 2. Aber wirklich viel rausinterpretieren oder reininterpretiert in die Szene habe ich jetzt nicht. Ist ein guter Rauswerfer, das muss ich sagen. Das auf jeden Fall. Also ne, das ist auch so eine Szene, da wird man auch drüber reden. Also bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber ansonsten, und ich würde, wenn du nichts mehr hast, das auch überleiten zum Fazit. Nee, ich glaube, ich habe meine Punkte alle so erwähnt. Dann, ich strenge mich mal einfach vor. Ich war dann doch sehr enttäuscht von Black Adam. Es ist jetzt keine Vollkatastrophe. Ich glaube, das ist so ein Film, ohne es jetzt böse zu meinen, aber Leute, die statistisch gesehen 1,5 Mal ins Kino gehen, werden da ihren Spaß haben. Die kriegen dann 2 Stunden lang wirklich
Popcorn-Blockbuster-Programm der handelsüblichen Sorte. Ich habe schon gesagt, Business as usual. Ich hatte mir wirklich ein bisschen mehr erhofft. Mir war klar, dass Dwayne Johnson nicht wirklich der Bad Guy ist. Trotz allem war mir der Film dann insgesamt doch wirklich zu lieblos, zu bleiern, zu beliebig, zu brav. Und wie gesagt, ich fand ihn auch ziemlich hässlich. Alles in allem für mich eine ziemliche Enttäuschung. Kein Film, der mich dazu veranlasst, dass ich mir die Haare raufe, aber auch kein Film, der mich dazu veranlasst, ihn weiter zu empfehlen. Theresia, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin etwas versöhnlicher gestimmt, glaube ich, als du. Was ich mir heute gedacht habe, ist, Dwayne Rock Johnson ist die Hauptfigur. Und ja, sie ist, wer kam mir ein bisschen zu stoisch immer vor und ein bisschen zu eintönig. Alle anderen haben so doch so hin und wieder mal so ihre Gefühle rausgelassen, habe ich das Gefühl gehabt, aber er war irgendwie immer so den gleichen sturen Blick und so das gleiche, kein Muskelzucken im Gesicht und so weiter. Da hätte ich mir von ihm irgendwie dann ein bisschen mehr gewünscht, keine Ahnung, vielleicht ist es einfach auch der Rolle geschuldet. Ansonsten, wie schon gesagt, fand ich den Film am Anfang wirklich gut und hat mir gefallen, hat aber dann eben über die Dauer immer etwas mehr nachgelassen, weil es aus meiner Sicht oder für mich dann eben so ein typischer Superheldenfilm gewesen ist mit klassischen Kampfszenen und war jetzt eben nichts dabei, was man nicht schon aus anderen Filmen, aus anderen sich DC- oder Marvel-Filmen nicht schon gesehen hätte. Von daher gab es jetzt auch für mich keine großen Überraschungen. Dennoch hat er mir trotzdem Spaß bereitet, war kurzweilig und ich glaube, er wird auch, ich hoffe, es ist er auch die DC-Fans dann eben auch begeistert. Ansonsten für alle anderen, glaube ich, ist es auch eben so ein klassischer Blockbuster fürs Wochenende-Film. Von daher kann man sich durchaus auch anschauen. Also von mir gibt es schon irgendwie eine Empfehlung, also nicht so wie bei dir. Theresia, ich danke dir für deine Meinung zu Black Adam. Wie gesagt, ab dem 30. Oktober, nein, Quatsch, ab dem 20. Oktober in den deutschen Kinos. Denk dran, Telestammtisch gibt es überall im Internet, unter anderem auch bei www.tele-stammtisch.de. Da kriegt ihr nicht nur alle unsere Podcasts, sondern auch ein paar Hintergrundinfos zu unseren Sprecher, Sprecherinnen. Und da sind einige interessante Sachen dabei. Das kann ich euch aber sagen. Also wenn ihr wisst, was die Theresia alles so anstellt in ihrer Freizeit, das ist unglaublich. Ja? Also, verrat doch nicht alles. Ja, also Herr Johnson, wenn Sie mal einen richtigen Bad Guy haben wollen, ne, Theresia fragen. Ich melde mich für Fast and Furious. Das möchte ich sehen. Okay. Macht's gut und bitte, wenn ihr die Chance habt, das hier zu bewerten, dann tut das doch gerne mit einer positiven Bewertung. Warum? Weil wir es verdient haben und weil ihr nette Menschen da draußen seid. Im Gegensatz zu Black Adam. Damit sage ich Tschüss und Theresia, dir gebührt das letzte Wort. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Macht's es gut. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.